mein Arsch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Endlaser-Special-Folge von Let's Play 7 Days to Die mit mir, dem Michael Cooper und dem Zombie-Liebhaber Sir Maxter. Max? Max? Ja. Vielleicht hallo, oh. Ja. Und natürlich mit, wie ihr gehört habt, dem Mann, der am liebsten bei der Tante, Verkäufertante rumschwirrt, im TH. Ja, und? Ich sag's ja. So, heute ist nämlich unser. Jo, ne? Ihr wisst schon. Also, wir wollen noch eine Aufgabe machen. Gut, dann renne ich mal schnell. Scheiße, wo renne ich denn jetzt hin? Wo ist mein Fahrrad? Ach, da. Ich hab mein Sohn. Dann komme ich mal schnell zu euch. Wir machen noch eine Aufgabe und dann kommt es zum Mond des Blutes. Thomas, ich habe ein Objekt gefunden, das kriegt mir plus Stärke. Ja, ist auch noch. Siehst du es? Objekt plus Stärke, läuft alles hier. Ja, die Panzerung. Ich habe eine Zigarre im Maul. Das gibt dir plus Stärke, wenn ich sie das. Plus 1 Stärke bringt. Okay. Das bringt aber ein irgendwo. Achso, weil du dich cooler findest in dem Moment. Aber ich hab auch was für dich, Max. Für mich nicht? Du bist doch hier unser. Hab ich schon, das Buch ist offen. Gut, hier ist mir noch. Euch nicht, den Schrott. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Stufe 4, abholen, säubern, 315 Meter. Soll ich den Schüttel lang? Genau, müssen wir teilen. Mach ich. Wir machen immer bloß eine, nicht das Bärchen oder so. Ja. Gut, geteilt. So, warte Leute, dann guck ich gleich mal. 11 Gürben. Geteilte Quest, dann nimm ich die mal an hier. Hä? Sag mal, ich bin du hingefahren, hast du wieder das Motor abgeschnappt? Ich hab doch akzeptieren, warum geht das nicht? Elfgar. Nein, weil du keine vierer Aufgaben angeben kannst du noch. Wir haben da eigentlich, waren da eigentlich alle gleichzeitig. Klar, wir konnten noch die Sachen machen. Ist doch. Ne, ich kann die aber nicht annehmen. Hm, muss aber vielleicht näher herkommen. Du musst vielleicht, die Gruppe müsste beigetreten. Hast du noch wieder eine Quest aktiv irgendwo? Ja, eigentlich, warte mal, ich guck nochmal. Ist das sicher? Nö. Hat alles hier Häkchen. Kann eure Quest nicht akzeptieren. Musst du auf die Quest erst drauf drücken und dann auf akzeptieren. Also oder, oder ist die schon? Ich hab hier. Aufs Häkchen klicken. Ja, du musst die Quest doch anklicken vorher. Du kannst nicht nur aufs Häkchen klicken. Wenn sie unten steht, hast du nicht. Wenn sie oben steht, hast du schon. Achso, die steht unten. Das ist scheiße, also hab's nicht. Das ist, Dann drückst du die Quest an und dann aufs Häkchen. Ja, aber nicht jetzt hab ich zuerst, okay. Ja, weil du warst zu weit weg. Okay. Er war wahrscheinlich noch nicht der Gruppe beigetreten, wo ich geteilt habe. Das kann nur sein, stimmt. Gut. Ein Onze ran. Ich überlege gerade, ob ich mich dann lieber mal umbringe. Bist du? Kollege Schnurschuh. Du greifst nicht den TH an, der in deiner Tasche wühlt. Fall aus. Hallo. Aua. Da ich gegen Regia rum. Was? Alles gut bei euch? Alle, wir rennen wieder rum. Wir mussten uns kurz. Ach, seid ihr Team und mich habt ihr da ausgeschlossen mit euren Militärhelm-Dingern. Ja, vielleicht kriegst du jetzt rein. Das ist schon klar. Damit kannst du aber richtig mit Kopf voran in die Leute reinrennen. Ja, alles klar. Das wäre ja eigentlich praktisch für den Blutmund. Sozusagen mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf durch den Thomas, Zombie. Du bist so gut. Ich weiß, was? Ich hab's ja gesagt, das ist genau dasselbe, das kann man nicht nochmal machen. Eigentlich haben wir es hintereinander weg angenommen. Genau. So, Fahrrad einschenken. So, Michael, nicht paniken. Hä? Wir haben gerade schon gepanikt, alle bitte. Genau,
weil hier alles auf einen zugestürmt kommt. 47 Hunde? Genau. Es sei denn, vielleicht sind jetzt gerade keine da, aber... Oh, hier leuchtet doch schon wieder alles. Ja! Warte. Einmal. Oder oben. Naja, solange wir keine Hunde haben, können wir es auch mitten. Jetzt will ich es machen erstmal. Ja. Wir müssen so viel Munition... Ich habe keine Ausdauer mehr. Scheiße. Warum will wir gespart kriegen? Hier ist kalt. Ja. Und ich habe Durst. Scheiße. Ja, dann was zu trinken, ich hab gar keine Ahnung, ich kann gar nicht mehr schlafen. Hey Thomas, denkst du dasselbe wie ich? Bist du wieder völlig unvorbereitet losgelaufen? Ja, natürlich. Thomas, denkst du gerade dasselbe wie ich? Wir auch von Kuppern. Was? Nein, dass dieselbe Kiste wieder neu da hat. Hat ihr noch was zu trinken? Bei mir lädt's gar nicht mehr. Könnte eventuell sein, vielleicht auch nicht. Hallo? Nein. Was? Hat ihr noch was zu trinken mit? Nein. Was doof. Oh Mann, was soll ich denn zu trinken? Ich habe im Messbecher, aber ich einstecken. Hm. Hier ist ein Brunnen, ich schaff's raus. Ein bisschen dreckiges Wasser. Warte, hier. Hier, vor mir, vor der Füße. Vor meine Füße. Cooper. Was denn? Ach Mensch. Mir. Vor meinen Füßen. Oh. Danke. Viel mehr habe ich nicht. Ja, bei mir ist jetzt gerade gar nicht. Nee, es rechnet ja keiner damit, dass hier einer ankommt und. Unvorbereitet. Recht unvorbereitet, genau. Hier ist noch ein Hund, wer hat eine Tür drin? Ich will deine monströse Axt auspacken. Da kann ich nämlich die Hunde flittern. In der Zeit. Wieder Stufe 6 Knochenmesser, das kannst du wieder geschimpft nicht reparieren mit normalen. Normal müsste es reparieren. Hui. Hui bu. Das ist ziemlich dunkel. Steckt hinter der Ecke der kleine Ratte. So. Die Bücher sind wieder umgerührt, also. Ja, ich komme gern. Finger weg von den Bücherregalen, Kollege. Warum? Das ist alles. Ja, weil ich doch Blutfähigkeit habe. Ach so, scheiße, stimmt. Ich musste mich auch schon zurückhalten. Ich lück den Fingern, aber ich kann nicht ändern. Das macht am meisten Sinn, wenn ich loote. Ja, sehr klar. Hier ist noch immer Futter auf dem Tisch. Ja, nee, alles für dich behalten, ja. Nee, nee, ich behalte nicht alles für mich. Die Waffentasche in der Ecke ist auch wieder da. Siehst du, das war zum Beispiel Wasser. Hier hole ich mir mal die Waffentasche in der Ecke. Also die kleinen Regale und sowas kannst du schon looten, das ist relativ egal. Es geht bloß um die großen Kisten, ja. Sowas, wo irgendwas Wichtiges drin sein könnte. Das ist ja ganz alles looten, das ist kein Problem. So, na dann hoch. Achso, wir müssen jetzt wieder hier so ein Ding einsammeln, wa? Bei mir scheint es im Keller zu sein. Hier gibt es keinen Keller. Das könnte auch oben sein. Ich zeig da unten an bei mir. Hm? Tja. Oh, ein Holz verloren im Schrank. Oh Gott. Oh. Den hast du ja direkt weggeschnappt. Ja, Holz verloren. Was ist denn heute los? Ja, wo soll denn das sein? Balkon dran. Ich hat schon wieder jemand den Kopf weggeschlagen. Sag mal. Ach, versteckt, ja, leck mich doch. Entschuldigung, ich los, ich gerade. Ich hab mich die Wut gepackt oder so. Vielleicht dein E-Punkt Stärke. Ja, wahrscheinlich. Da bringt es das absolute. Ja. Ich hab meine Liste hier gefunden, wa? Boah, was geht bei euch? Mensch. Hätte ich nicht mal abbrauchen, Mann.
gut, ich immer logisch renne alleine wie Berserk. Jetzt rennen sie alle durch das Tier, sind da hinterher. Sei. Wir haben ja nicht Ewigkeiten hier. Zeit, Geld. Wir müssen ja auch noch. Ja, wir müssen ja auch noch eine Kiste kleinklopfen. Ja. Stimmt. Super. Hey, schön dort. Entschuldigung. Nur mitmachen. Ist gut, der ist tot. Bleibt doch gefälligst auch tot liegen. Ich fang schon mal an. Ja. Ja, das war schon. Ah, hier. Sauer. Ha! Bauplan, Schockstab. Ne? Ja, der war in der MO Power Electrics. Ich hab nur Ausdauer, ja. Also null nicht, aber. Eine kleine Axt mit der großen noch rumzuklopfen. Ja, ich hab keine kleine Axt eingeschenkt. Ja, ist ja nicht so, so schön. Ah. Den nimmst du. Hat jeder seine Kiste? Ich hab meine. Die Kiste? Jeder seine Kiste. Es ist eine Abholaufgabe, also muss jeder eine Kiste haben. Und säubern. Ich hab noch keine Kiste. Ja, irgendwo muss noch eine Schlange rumrennen. Sonst haut ihr mal, ich such dabei, weil ich hab mir die Ausdauer zum kaputt hauen. Guck dir mal, ob irgendwo einer ist. Scheiße, ich habe keine Stahlbahn eingeschickt, das heißt, ich die Kiste abbrechen kann. Hm. Bin ich bescheuert? Drüben in der Garage zeigt mir noch was an. Soll ich mal zur Garage gehen? Ja, das muss irgendwo eine Schlange sein. Bloß ein kleiner Punkt. Muss wahrscheinlich irgendwo eine Schlange sein. Kann natürlich auch sein, dass die ganze Garage wie vor uns voller Militärleute ist. Ja. Also ja. Vorsicht bald mehr. Ich kann das outstreamen! Ja. Ich will ihn gerade in den Kopf schießen. Das wird outstreamt. Ja, wir haben gesäubert. Okay, ist durch, ja. Könnt ihr bitte die Leichen flattern, die so unten in der Kiste liegen? Ja. Ah, schon dabei. Ist zumindest die Fleischhaufen? Ja. Und den auf dem Fass nicht vergessen. In der Ecke. Ja. Alles weg. Der Knochenmesser? Das ist der Knochenmesser, genau. So, jetzt brauche ich ein paar Steinchen zwischendurch dafür. Hm.
Max, wenn du Leben brauchst, hier draußen gibt's welchen. Hä? Nur mal so nebenbei. Was? Leben? Ja. Ja, alles gut. Wenn du an den verbrannten Erdehügeln rumklopfst, willst du Leben. Ihr könntet mir erstmal mit der Kiste helfen, weil ich tue die mich schon langsam erinnern. Ich bin doch schon unterwegs da oben. Aber. Wenn ich die ganze Kiste alleine noch zusammenklopfen will, bin ich verreckt vorher. Aber ich brauche noch ein, zwei Steine, verstehst du? Ich hab doch noch. Ich hab auch noch welche. Sechse. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir dann noch eine kritische Menge an Wasser machen müssen und die restlichen Maiskolben durchbrutzeln. Ja. Wir haben mich vorher auch nochmal umbringen. Weil ich dann fresh bin. Wenn du dich vorher noch umbringst, dann lass dich aber von dem Zombie töten. Warum? Ja, weil du dann keine EP verlierst. Ja, besser. Das musst du doch erstmal ein halbes Level wieder EP machen, bevor du wieder EP machst. Deswegen dauert das Level bei dir auch so lange. Du kriegst ja jedes Mal eine Umbringstrafe, wenn du dich umbringst. Ah, okay. Siehst du, jedes Mal ist dann dein EP-Balken rot, wenn du dich umgebracht hast. Da musst du erst bei den halben EP-Balken wieder voll machen, bis du die Strafe weg bist. Und dann kriegst du erst wieder EP. Deswegen ist der rot. Ich hab nicht so aufgepasst. Wenn du dich umgebracht hast, ist der EP-Balken rot. Und das ist Straf-EP. Die musst du erstmal abarbeiten, bevor du wieder EP kriegst. Okay, dann bring ich mich nicht um. Wenigstens irgendjemand noch eine Beere oder sowas einstecken. Hast du noch Hunger? Ich verhungere langsam. Ich habe mittlerweile schon 20 Lebenspunkte verloren. Ja, ich glaube. Ich glaube auch. Ich habe aber mittlerweile schon gute 6000 Schaden hier runtergeklopft. Das ist aber fein. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Arm überhaupt durch die Tür kommen soll. Du musst so gewöhnt sein. Klappe. Ich hätte nur einen Maiskolben da für dich und einen für mich. Aber wenigstens sehen, dass ich nicht ganz verhungere. Wenigstens keine Lebenspunkte erstmal mehr verliere. Das wäre. Ja, hab die rausgehauen. Das ist auch noch den letzten. Auf hier erstmal nicht klopfen. So, jetzt bin ich bloß sehr hungrig und nicht verhungert. Das ist schon mal gut. Das ist zwar gleich wieder weg, wenn du die ganze Zeit rumklopfst. Ja, ja. Danke vielmals. Jetzt habe ich Lust. So, jetzt verhungere ich zu kurz. Michael, wenn du mit deinem Hammer weiter so rumrufst, Bombol, jetzt kriegt man die Kiste gar nicht auf. Wenn du dich so verbeult hast, dass das nicht mehr aufgeht. Ich kann mir das richtig im Cartoon schon wieder vorstellen. Thomas und ich alle beide mit der Axt rum versuchen den Deckel ein bisschen hoch zu drücken. Michael oben drauf mit dem Vorschlag und pum, Deckel wieder zu. Oh, die holen ihn raus, aber so richtig ausholen, so zack. Richtig voll Schmack ist. Voll verstärkte Stahlkiste, was sie ist. Und gerade die Finger dazwischen. Jetzt Finger ab wahrscheinlich. Genau, zack. Joe, Michael. Denk dran, lass mich looten. Ja. Siehste, $254. 16 Schuss Magnum-Munition, 32 Schrotpatronen, Militärrüstungsteile und 11 Einsätze. Also wieder kein Nisch für mich, ja. Im Grunde genommen, nö. Na toll. Gut, dann nehmen wir das mal richtig hier und ich bringe mich nicht um, sondern muss halt essen. Ich muss noch meine Kiste. Irgendwo muss meine Kiste noch sein.
Wir fahren schon mal vor. Essen kochen und so ein Scheiß. Ja, ja, mach das. Wenn wir noch Wasser durchkriegen und dann ganz plötzlich. Genau. Kein Problem, ich fahre ja alleine, das geht nicht. Ist doch okay. Ja, dann ist ich weiß, okay, dass du das viel lieber alleine machst. Du willst ja niemanden mit runterziehen. Genau. Ich sterbe alleine, ist kein Problem. Viel Spaß. Naja. Denkst du bloß an 22 Uhr? Nicht, dass du deine Quest nicht mehr abgeben kannst. Ja, ja. Dann beginnt doch der Blutmond, oder? Ja, und das Ding ist zu. Ja, ja, ich weiß schon. Ha! Eigentlich, was taktisch Sturmgewehr habe ich schon. Militärhelm, ne? Dann nehmen wir den doch. Here's your pay for a job well done. Oder sonst guck ich mal, du quatschst gerade mit der. Mal gucken, was ich noch von der kurven kann. Vielleicht kann ich Muni oder sowas. Bloß, ob ich irgendwas hab, was wir noch gebrauchen können, dass wir ein bisschen. Ich kann mir die 47 geschmiedeten Stahl leisten. Ja, und? Eigentlich verbraucht. Ja, das wäre verschwendet. Kannst du jetzt eh erstmal nicht bauen. Ich, die Dame hat mir aber einen Stufe 5 Stahlvorschlaghammer geschenkt. Das ist doch offen. Das ist super. Oder ich hätte wieder einen taktischen Helm genommen. Aber wir brauchen doch keinen zweiten taktischen Helm. Ja, aber hättest ja vielleicht draus trinken können. Oder deine Suppe löffeln draus. Eier kochen, ja, ich weiß. Genau. So ein taktischer Helm ist für alles gut gebrauchen. Gewehr, Zweibein-Mod, ei. Kann ich besser zielen, oder? Was ist Genauigkeit und Handhabung beim Zielen mit der Waffe? Komm, die guck schon mal hier. Ansonsten 44 mm Magnum, panzerbrechende 44 mm. AE-Rakete, na klar, ihr habt natürlich keine 7,6er Munition. 7,62 braucht ihr auch keiner. Remember, doch, ich need medical sag. Supplies. Jo! Bist du der feine Bogentyp? Du brauchst keine Munition. Also, ich könnte einen Stufe 4 Stahlknüppel könnte ich kriegen. Mhm. Ja, ich oder Stufe 5 Militärstiefel. Na, Stufe 5 Militärstiefel. Oder Panzerbrechende Munition. Aber Militärstiefel ist ja eigentlich am logischsten. Ja, aber Munition wäre erstmal am dringendsten. Am dringendsten. Na, aber gut, wenn du ein bisschen mehr Panzerung Abwehr hast, ist schon richtig. So kriegst du halt prozentual weniger Schaden. Ja. Braucht jemand Cowboy-Stiefel? Ne. Okay, dich zu legen. So. Sieht aus wie Ted Bundy. Ted Bundy. Ich kann Militärstiefel und Ted Mosby. So, ich guck mal, was ich brauche, um noch Feuertonnen herzustellen, dass wir hier ein bisschen Licht reinkriegen. Ja? Feuer von? Teure von. Ja. Eine teure von. Es gibt einen Footballhelm und ein Muskelshirt. Also. Notfalls kannst du ihn auf Al Bundy machen. Das ist stimmt, das, was die anhat. Kriegst du da genauso ich an, nee, oder? Okay. Und wir reden. Weil du kriegst nicht solche. Also. Weil die Gemeinde arbeitet, du meinst. Ich brauche mir Süße. Das heißt nicht Feuertonne. Ich heiße brennendes Fass. Brennendes Fass. So, was habe ich denn an leere Gläser einstecken? Fünf, die machen wir gleich mal voll. Ah, nee, oder? Das Wasser ist gerade so beschissen. So, wo hat man denn die ganzen Gläser hingeschmissen? Da. Gib mir mal so ein Stack Gläser, bitte. Dass ich hier noch Wasser durchgepustet kriege. Genau, die Stacks, die Wasserstacks sind im Dings da. Kommt, warte, es kommt nicht ruhig. Tief gebuddelt, aber das ist wieder. Das Wasser stand davor uns hier. Na, wenn du es wegnimmst, dann ist es weg. So, dann ist es. Das ist ein bisschen doof gemacht, das müsste eigentlich durchfließen. Ja, wenn ich jetzt hier reinspringe, komme ich nicht raus. Würde ich halt auch noch reinspringen.
mich gar nicht, wer diesen komischen Graben hier gebuddelt hat. Der ist gut. Ja, genau. Ja. Kann ich wünschen dafür, wenn die Wasser versickt, nicht adäquat ist. So lange, bis die Zombies mit Brückenlegepanzer kommen. Könnte sein, das stimmt. Ja, wenn wir noch ein paar Monde machen, du, das werden die mit dem Brückenlegepanzer kommen. Das haben wir bei Blutmond 999. Ich glaube ja, dass es dann nicht mit dem Brückenpanzer ist. Das sind dann so viele, die machen sich einfach selbst die Brücke. Oder so, ja. Die klettern dann über die Leichen drüber wahrscheinlich. Wie gesagt, der Graben ist schon praktisch. Wenn dann überall Zombies sind, dass man noch nicht mehr aus dem Graben rauskommt. Wenn man reingefallen sein sollte. So. Michael, tust du deine Sachen im Feuer trocknen, oder? Ja. Danke. Frag ich mich nur, welches Turm gebaut. 5 Wasser hat er angesetzt, der Du. Ja, ich gerade nur einstecken hatte erstmal. Natürlich, für sich brauche ich dafür 5 Wasser. Nee, ich brauche viel mehr. Alle anderen sind natürlich voll interessant. Alle anderen sind doch egal. Mensch, wir müssen jetzt hier machen jetzt. Ihr alten Zippen. Hauptsache, mir geht gut. Genau. Ich gehe. Ist nicht so schlimm, wenn die anderen verdursten. Ist kein Problem. Da kann ich wenigstens ihre Leichen fressen. Na, endlich sieht das ein. So, da haben wir jetzt 2 Mods drauf. Das sieht doch gut aus. Gott segne Gubo, oder wie ist das? Aber. So. Ja, Gott shave the Queen, wie du siehst. Nee. Das ist was anderes. Gott shave the Queen. Gott shave the Queen, kennst du nicht? Eisen haben wir mittlerweile genug, was ist denn das für Metall? Ja, ist aber auch nicht. Ey, wenn du überladen bist, ist es auch so ewig, ey, du losrennen kannst. Ja. Ich will mal den ganzen Müll loswerden. So, es sind nochmal 8 Kohle geworden. 8 Kohle. Wenn es 8. Schießpulver. Ja, sehe ich ein. Hier ist nur leeres Wasser, ich fülle es dann wieder auf. Leeres Wasser mal, klingt doch so geil. Ich kann nochmal 3 machen. Siehst du das? Wir haben auch beschlossen, dass wir wahrscheinlich nicht mal um die Mauer uns Sorgen machen müssen. Warum? Die werden alle in den Graben fallen, alle irgendwo ein Loch buddeln und dann irgendwo rauskommen. Das könnte wohl sein. Vermutlich. Wahrscheinlich wird die Mauer nicht kaputt gehen. Naja, wie gesagt, wir machen ja dann so einen Bunker, müssen wir bloß gucken. Jetzt mache ich erstmal alles, was ich nicht brauche. Das brauche ich. Das brauche ich wahrscheinlich nicht. Das hoch hier rein. Das Knochenmesser behalte ich mal momentan. Dann einmal Verband dahin. So, wir haben noch 3. Also wir haben noch erstmal 930 Schießpulver. Wir haben noch 196 Hülsen. Wir haben noch 100. Haben wir noch leere Gläser irgendwo? Ja. Ah, hier, warte mal, ich fülle die mal auf, soweit es geht. So, das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt wirklich noch in der knappen Stunde voll fressen. Ja, und voll saufen.
sozusagen alles dabei hast. Dass jeder noch einen kompletten Stack einstecken hat. Ah ne, das Essen bleibt drinnen, dass wir uns zur Not auch da mal drinnen fix hochheilen können. So. So, da, ist da einer drinnen gerade? Ich ja. Ja, warte. Gut, jetzt bin ich drinnen. Warte. Rezepte. Also. So. Dann nehme ich mir schon mal 10 Wasser raus hier. Und tu mal mein Wasser raus halt füllen. Und Essen machen wir gleich. Oder ich habe 120 Wasser jetzt reingehauen. Damit können wir dann gleich essen. Primeln. Du kannst keine 120 Wasser machen. Ja? Ja, du musst das Wasser zwischendurch raus. Du kannst 60 Wasser machen maximal. Dann habe ich eben 60. Ich habe das Maximale genommen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ja, du hast zwar 125, aber das hört dann irgendwann auf. Verstehst du? Ach so. Da musst du halt das Wasser rausnehmen, Mensch. Das ist doch schlimm. Aber also hier ist im Prinzip jetzt 89 Wasser angesetzt, 19 Pizzen oder Fleisch oder was das ist. Dann mach mal das Wasser erstmal aus. Ja eben, das bin ich ja. Ja, kannst ja. Du musst einfach bloß drauf drücken. Das Fleisch machen, genau. Das Fleisch, Rojo. So, Fleisch, dann tun wir ein paar Maiskolben noch mitmachen. Weißt du, was richtig super ist? Es ist neblig und es pisst wieder einfach. Nee, ja, Standard. Natürlich, es wird normal sein, denke ich mal. Ein Nebel ist so. Immer. Also, Nebel ich immer, aber das ist wieder gerade natürlich auch noch Pisten wie aus Eimern, ist super. Ja, ne? Ich muss mich echt voll fressen, ich habe keine Ausdauer. Nicht. Ich auch. Mich bammelt's. So, und jetzt als letztes tue ich nochmal hier Wasser ansetzen. Oh, es sind ja Maiskolben oben drin, ich kann ja mich schon mal voll fressen. Ja. Ruhig erstmal was rein. Kannst du erstmal ein Steak essen, die 5 Steaks sind schon mal fertig. Ja, das ich bin 10 und 10, das ist egal. Außer du musst zwischendurch auch mal was anderes essen, dass du auch mal aufs Klo gehen kannst. Das ist möglich. So, tun wir hier mal ein bisschen Munition rein. So, hast du alles schon irgendwo hingetan, oder? Ne, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Munition da reingetan. Habt ihr noch ja, Muni? Meine ich. Wasser. Wasser ist das way to go. Sag mal. Das ist meine, ne? Ach, sehr gut. Ja. So, Hilfsmittel und Verbände oder so ein Scheiß. Oh, ich trinke den roten Tee. Ja, hauen die rein. Der rote Tee bringt nämlich schon 20 Wasser. Statt 10. 24 Wasser. Gut, da brauche ich noch was zu essen. Jetzt nicht rumrennen, in die Hocke gehen. Das Essen erstmal durchwirken lassen. Ich bin gleich wieder da, ich geh nochmal fix vor. Macht das. Ich schau hier nochmal die leeren Gläser rein. Gläser haben wir auch genug, Waffen hab ich. Nahkampf, Granate, Ziel. Bitte laden wir gleich mal nach. Ne, das sieht bis jetzt gut aus. Verband habe ich mir geholt. Wir haben bloß 2 Verbandskasten. Ich würde sagen, die lassen wir von dem, den es wirklich scheiße geht, übrig. So. Ja, ich habe 5 Verband einstecken. Einfache Verbände reicht ja. Ja. Die 2 gut, außer die lassen wir für einen Notfall, wenn einer wirklich auf Null ist, dann so hinrennen und sich das reinpfeifen. Außer du hast eine Blutung, da musst du den Verbandskasten nehmen. Ja. Schwere. Dann reicht das Verband nicht. Dann ist die Frage, wollen wir unsere ganzen Tokens irgendeine Kiste schmeißen? Oder behalten wir die, wenn wir verrecken? Behalten sie, wenn wir verrecken. Ja.
Zombies klopfen mir alles um. Nächstes Mal tun wir einfach Haufen Bäume in den Grabplatz. Wir müssen ja so durch den Wald finden. Wir haben 95 Kiefersamen, einfach den ganzen Graben vollgepflanzt. Nee, oder ringsrum, nee, vor dem Graben, bis wir erst durchkommen müssen. Ja, die kannst du aber alle vier Punkte erst bloß setzen. Ah, okay. Was, weil ich die gerade noch in der Hand hatte. Ob ich sie nicht so, meine guten Pfeile. Gleich noch meine zweite Tür reingemacht. Das sind ja eigentlich die ganze Munition rausgenommen. Ich habe bloß meine 7mm rausgenommen. Wieso deine 7mm? Ich denke, du bist der Einzige, der die benutzt. Was hast du denn noch für eine Waffe? Ja, ich bin der Einzige, der die benutzt. Magnum nehmen oder nicht? Oder Idiot. Was? Willst du die Magnum nehmen? Lass doch Magnum. Nicht? Ich habe keine Magnum. Ich habe nur meine MG. Ja, ich bin geizig. Ich weiß. Ich habe mir extra einen Mod für mein Sturmgewehr zum besser Zielen dran gemacht. Habe ich mir geguckt. Ja, aber das hilft das Sturmgewehr benutzen? Das hilft doch deinem Auge nicht. Natürlich. Ich werde gleich deinem Auge helfen. Ach, hier bist du. Scheiße, falsche Auge. Das hilft doch deinem Auge nicht. Das kannst du auch aus dem Ziel nehmen, das ist eigentlich ganz cool. So, zeigt, was ihr drauf habt. Los! So, ich bin voll. Ich geh nochmal Pippi im Real Life und dann nehme ich mir was zu trinken mit und dann geht's los. Du willst jetzt Pippi gehen? Vergreifst dir, es ist um. Hast du, ey, 22 los geht erst 0 Uhr los. 22 geht's los. Nein. 24 Uhr, will ich nicht. Obwohl, irgendwas macht merkwürdige Geräusche. Ja. Ach, Mensch, bei dir. Möchte alles rot und hier die Motordrommeln gehen an, ja. Kann ja gar nicht sein. Das ist jetzt epische Vorbereitung. Das ist ewige Vorbereitung, genau. Ich glaube, ich höre schon alles. Hier ist doch schon voll Betrieb vor der Wand. Alles gut bei euch? Wasser, wir haben kein. Ich habe nur 3 Wasser, das muss reichen. So. Haut euch voll, haut euch ruhig 3 Abfahrt noch rein. Wo ist Max? Ich geh mal oben raus. Ich kann euch ziemlich sagen, es ist schon einer drinne. Ich höre es nämlich, ja. Es sind schon 5-6 Leute drinne. Fuck. Wo? Ich weiß nicht, wie sie reingekommen sind. Verdammt nochmal, von wo? Genau, zumindest sitzen 20 Leute unten an deiner Holzmauer. Klopfen die. Ich hab schon mal einen weg. Scheiße. Also die mit dem gelben T-Shirt sind nicht schwarz, oder? So. 2x76er, 2x Kill. Das ist für ein Vieh. Unter dir. Denk dran, spar dir deine 7-6er für den großen Notfall, dass ihr wirklich. Ja. Nee, es geht bis 12 Uhr, oder? Nee, es geht so lange, bis die Zombies alle sind. Nee, ich glaube, das hat eine bestimmte Zeit. 3 oder 4. Also, die kommen alle unten vom Holz, weil ich das jetzt gesehen habe. Aber es hält sich kaum noch in Grenzen. Scheiße, noch was. Ich reiß mal meine Klappe aus. Komm, geht's ja. Kommt da einer von hinten? Also ich hab zumindest
Meine Theorie ist richtig, die klopfen gegen die Steine. Er hat den Beutel fallen gelassen. Los, Thomas, runter und graben! Jawohl, sofort. Ich komme. Blutlob, das kann ich doch machen. Kann ich den hier unten mal lang gehen? Unten? Hier. Das ist irgendwo der gelbe Beutel eigentlich. Mann! Da, gerade noch unten. Jo, Mieter. Komm wieder hoch. Ich habe jetzt 4 Zombies mit einem Molotow gekillt, die hier unten im Loch sitzen. Alles gut. Ist egal, was da alles einklopfen, Hauptsache du überlebst. Ja. Wir haben es oder so gesagt, wir tun uns dann ins Loch buddeln. Ja. Ja. Nur falls geht's. Gibt's ja hier Flak-Scheinwerfer? Wir bräuchten mal wieder Licht. Ja, es gibt einen Scheinwerfer. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal einen funktionierenden Generator. Weil den Scheinwerfer ganz so schlecht mit der Kerze bedienen. Achtung! Hä? Sollen wir da mal rausziehen oder was? Gibt's auch Informationen zu dem Achtung? Kannst du nicht einfach eine Achtung in den Raum schmeißen? Thomas, ich war das jetzt hier. Thomas, das ist Lootbeutel. Scheiße! Achtung! Also ich muss sagen, Michael, deine Holzmauer ist schon effektiv. Die rennen alle zu dem Input. Ja, das stimmt. Das ist, wo die Ritze ist, ne? Ja, die versuchen sich unten durchzuklopfen. Kommen dann hier den Weg hoch. Und da können wir eigentlich echt gut halten. Wenn wir das jetzt noch wenigstens aus Beton gebaut hätten. Ja. Hast du noch genug Muni? Schießen mit meinen Pfeilen. Ich bin hier im Arsch. Willst du gewöhnst du uns noch? Ich hab dir gesagt, du hast rumtürkisch deine Muni wieder weg. Alter, guck mal, die kommen ja alle aus dem Wasser getippelt. Ich weiß, hab ich gesehen. Naja, solange wir einzelne Leute haben, die auf uns zukommen, können wir ja immer noch den Knüppel nehmen, oder nicht? Jein. Michael, schmeißt du schon wieder mit Granaten? Achtung, ja. Nein, nicht, du hast hier oben auf. Oh, nein, die ist runtergeholt. Oh mein Gott! Wobbel! Der lässt sie fallen, Vorsicht auf die Füße! Ja, du musst gedrückt halten, das will ich nie gewinnen! Hier lohnt sich doch eine Granate, oder? Achtung! Ja, ich weiß. Ich halte euch meinen Rücken frei, ich habe schon wieder 3 Leute gekillt, die hier von hinten angegriffen sind. Ich hab schon gleich eine Munition, weil ich nur gucken, ob ich glaube ich hab. Dann hört doch mal auf, will zu schießen, wie gewohnt. Es wird ja noch schlimmer, das ist ja gerade was der Anfang. Letztes Mal haben wir hochgeschaut, bis jetzt geht's doch. Genau, bis jetzt geht's doch, das geht doch. Das geht doch. Kannst du dich noch an Mittwoch erinnern, Kollege Thomas? Also, für meinen Geschmack ist hier ein bisschen wenig los. Genau. Plötzlich waren 20 Leute um uns rum, wir hatten zu tun, dass wir so gerade so überlebt haben. Du hast diesen Satz von dir gegeben. Ja, du hast die ganzen Granaten her, Alter. Ich bin gekauft. Hast du doch einfach Versteck überfallen? Ne, ich bin mal gekauft, 10er Pack. Wenn die gerade hier oben. Wenn die gerade schön auf dem Haufen sind. Ich geh mal eine Runde auf der Wand. Super, komm zu mir. Wo bist du? Ja. Vergessen wir, ob du blau oder grün bist. Thomas ist immer blau. Ja, cool. Oh, danke. Gut, da kann ich mal mit der Dings, mit der MG wieder schießen. Sehr gut. Schon mal Beute. So, warte mal. Die sind ruhig, meine Herren, die sind ruhig. Oh Gott. Ran hier. Knüppel nehmen vielleicht bei dem Einzelnen. Ja, wenn die auf Masse kommen, dann bist du schnell weg. Ja, aber wenn du so ein Einzelner so. Guck, dann schießt ihr mal oben, wenn einer durchkommt. Ich habe ja eine MG, da kann ich versuchen, die nacheinander mit Kopfschuss ansonsten. Ja, alles gut. Hier kommen wieder 20 Leute von außen. Guck
mal, Michael, ich hab noch den Dings. Ach, warte hier, ich schmeiß dir den hier hin. Den kannst du dann nach Bedief werfen. Oh, danke. Rechtsklick, wie die Granate eigentlich, weil ich weiß. Du, Fredder kommt? Ach. Was ist noch? Kopfschütz. Alter Verwalter, das damit. Ich hab noch über 100, also ich bin noch gut im Spielen. Hier liegen wieder drei gelbe Beutel. Lass ruhig hier in den dünnen Dings da reinkommen. Müssen wir sie halt hier abfahren. Es ist doch eigentlich ideal zum Abfahren. Überall feste Wände. Die Zombies gehen ja eigentlich dort lang, wo es am leichtesten ist für sie. Ich mach mal eine Runde über die Mauer, vielleicht kann ich ein paar einlaufen. Ja, mach mal Kontrollen, nicht, dass die woanders einfallen und wir kriegen sie mitten in zweiter Dings ist. Schatten, ich sehe einen Schatten. Einfallen. Lass irgendwo reinbuddeln, weißt du, das bloß Ablenkungsmanöver hier ist. Solange die mein Beten vorlassen, bin ich so. Hier kommt eine ganze Meute jetzt. Soll ich eine Granate reinwerfen? Ich werfe mal eine Granate rein. Warte. Oh Scheiße, jetzt sag ich schon. Jetzt. Ne? Beide Taste. Halt gelassen. Na, ich muss nachladen. Weißt du, wie schnell das ist, wenn man die ganze Zeit EP kriegt? Ich hör bloß. Alter, das ist echt. Zu mit Leiche. Alter, eine laue Läuferin kommt gerade hier an. Also, ich würde sagen, wir lassen das mit der Mauer und tun einfach bloß den Graben hier verstärken. Wir können ja beim Bunker irgendwie so einen Eingang lassen, wo wir die dann alle nach und nach. Upsi, wieso? Scheiße. Hier abbauen ist ja okay. Solange wir den Bunker nicht richtig safe ausgebaut haben. Nein, mit nachladen. Kommt wieder ein bisschen was. So, ich kann doch noch mal eine Granate. Nee, Granate abgeben, na scheiße. Ich hab den Monitor, warte mal. Für TH, guck da weiter. Kriegen wir den Monitor, wo ist er? Wenn du was hast, dann guckst du und die Beutel bleiben nämlich liegen. Sagt, wenn an Leute, wenn welche angelaufen kommen, da hau ich mal den Money rein. Ich komm erstmal nur noch zu. Okay. Hey. Was denn? Hier kommt einer durch. Ich hab doch ein bisschen Schrot mit dem Sofa leer werden. Kommt geschwommen. Ja, weil ihr anders nicht wirklich rankommen. Entschuldigung, Thomas, wenn ihr auszusehen eine Schrotkugel. Ich hab den Typen in dem Smoking geschrotet. Okay. Das ist wahrscheinlich einer auch dich erwischt oder sowas. Hast du vielleicht einen Stechen im Rücken? Im Hintern. Also, ich hab so Kratzchen im Nacken. Zumindest hast du einen komischen Druck an deinem Rückenschild gemerkt, an deinem Stoppschild, oder? Da war so ein komischer Druck, oder? Ja, deswegen hat er sich das ja dorthin gebaut, zur Sicherheit, weißt du? Hast du mal beobachtet, dass das Stoppschild sich bewegt? Das passt sich deine Hintern an, wenn du Fahrrad fährst. Wieso guckst du mir auf den Hintern, wenn ich Fahrrad fahre? Mir auf den Hintern beim Fahrradfahren. Bitte? Was macht die Jungs? Kann ich jetzt echt auf den Hintern gucken? Magnum. Es hat so dieses Dirty Harry? Dieses Rick Grimes Feeling. Dies was?
Ja, dann müsstest du aber deinen Cowboy-Hut mal wieder aufsetzen, bitte. Genau, dieses Rick Grimes-Feeling. Okay. Hast du jetzt gesagt, kennst du nicht? Rick Grimes ist der Anfänger, der Anführer. Oder mit dem Hauptcharakter von Walking Dead? Ach so, ja, Walking Dead nie gesehen. Ist eine geile Serie, muss ich mal angucken. Hey, Michael! Was? Hinter dir! Was? Alter, ich bin wieder Schrotflinte durch Michael durchgesprungen. und die Mensch-Schrotladung ins Gesicht geklopft. Ich sehe bloß die Binden. Hier, da ist ein Geier oben drin. Nein, ist schon schwer. Ja. Wo kommt die denn her? Der Holzfäller ist meinem Schuss gedodged. Fuck, wo kommen die denn her? Ja, ein paar kommen klettern hinten über die Wand, die nicht ganz fertig ist. Aber das ist selten. Ich guck mal kurz hier um. Ich bin gerade oben los, ist alles okay. Jetzt läuft's ja ganz gut hier, unsere Verteidigung. Ja, aber trotzdem müssen wir deutlich mehr Munition sammeln insgesamt. Ja. Oder basteln oder hier, sag schon, Rohstoffe. Rohstoffe für Munition, genau. Wär's denn dir genehm, Kollege? Mich für jede Waffe zu entscheiden, ja. Ich würde die 44er nehmen. Genau, ich bleib bei meinen MGs, also. Wenn ich das Zeug zusammensuche, dass ich Autoschrotze bauen kann? Schrotflintentor. Ja. Alter. Ich hab gerade Errungenschaft freigeschaltet, Dirty Larry. Ach, wie geil. Gekriegt. Das passt doch zu dir, mein Bruder. Wir beide drehen uns rum und hauen ihm in die Fresse. Dirty Larry, weil Kills mit der 44er. Scheiße. Die Schwester hat die ganze Schrotkugel gefressen. Also ich mag die 44er. Alter Schwede. Okay, ich hab meine Munis bald alle. Hier ist einer an die Spitzen gerannt. Oh, der Arme. Ja, boah. Das wird. Oh. Komisch, irgendjemand hat gesagt, die Spitzen sind sinnlos. Komm ich gar nicht in den Wetter vor. Geht hier nicht. Sag mal, ist der aus dem Loch gekommen? Weil die Klappe offen ist vom Bunker. Es kommt wieder welcher hoch. Max oder TH hinter dir? Okay, das war's mit der Muni. Guck dir bitte den. Bitte? Ja, eine Runnerin. Achtung, kommt hoch. Runner? Ach, nee, nachgeladen. Die interessiert sich bloß für Maike. Ja. Ich will Frauen rennen wieder zu Maike. Ich lade bloß fix nach. Komm her. Ah. Jo, Achtung, kommt wieder jemand hoch. Jo. Lass mich mal kurz von mir nicht stören. Noch ein Beutel. Achtung, es kommen wieder Leute nach. Ah, warum rennen die alle jetzt? Das ist nicht gut für meine Zielübung. Bewegliche Ziele. Ein Quest-Punkt. Oh! Thomas! Nein. Der
kommt der da durchgestürmt durchs Loch. Ich hatte mich bloß gestört, dass der Zombie gerade eine Pistole hatte. Enkel hast du einen schönen Militärhelm aufgehabt. Klüng! Hey! Also der Akrobaten-Michael oben auf dem Dach, weißt du? Der balanciert die ganze Zeit auf dem Geländer. Akrobaten-Michael. Der balanciert auf dem Geländer, lädt nebenbei nach alles. Der hat einen roten Beutel fallen, einen blauen Beutel fallen lassen. Achtung, kommt jemand hoch? Hier kommt noch zwei. Ein bisschen Schaden haben sie schon gemacht, aber wenn man das hier alles schön mit Beton verkleidet. Au! Irgendwas kommt von oben. Ach, so ein scheiß Vogel, ich krieg die Gegend. Geil! Ich hab die im Bikini. Du hast die Mensch, dass die blöden Militärleute nicht mal eine M4 oder so mitbringen könnten. Drucken, ja, gibt's doch. Aber es ist 90er. Ich hab dann. Nee, was hab ich? Sag mal, wo hast du eigentlich die M60 hingeschmissen, Mike? Meine? Die ist alle. Ja, ich hab noch ein bisschen. Was, Muni? Hast du die M60 hingeschmissen? Die hab ich einstecken? Ah, nee, erst zumindest die große, die hab ich in meiner Kiste. In deiner Kiste? Dann machst du deine Kiste mal gefälligst auf? Au. Nee, warte mal, ich bin gleich. Aber ich brauche ja auch Munition, um mich zu verteidigen. Du hast jetzt die ganze Zeit Spaß gehabt, ich will auch mal ein bisschen Spaß haben. Das ist eine Stufe 1, die ist aber jetzt nicht so Bombe. Na warte, dann komm her. Gut, na eben, das war ja eine billige. Wieso, die M60 habe ich selbst gebaut? Ja, deswegen sag ich, das war eine billige. Ich okay. Ich gewähre eh halt, das bringt ja nichts viel. Aber warte, hier, Max, wenn du noch. Warte, wo bist du? Hier, warte. Wenn du noch ein bisschen rumspielen willst, dabei. Es läuft ja jetzt einmal frei, ich will mal ein bisschen. Ja, dann mach. Tür zu. Wir haben hier die Tür geklopft. Da war keine Tür drin. Ja, ich für meinen Teil, ich habe keine Munition mehr. Also ich nehme mich auch nicht, ich habe das noch Pfeile, aber bringt mir bei Massen nichts. Ja, warte, hier, guck mal. Kommst du ran? Ja, bin hinter dir. Ja. Oh, danke. Kann ich auch noch bitte? Ich wollte sagen, ich hatte da vorne irgendwas gelootet. Ich hab nämlich an meinem M4 oder was war das? Ja. Hab ich so ein Stützding dran, da kann ich besser ziehen. Ihr habt hier vorne, ich guck nochmal, ob es nicht von woanders kommt. Geh von hier drin, dann kommt die irgendwo rüber. Sie ja nicht unseren guten Bunker hier angreifen. Können sie unten reinfallen? Wo sollen sie denn hin? Nö. Ich möchte das nicht. Na, was entscheidest du dich jetzt? Günther. Die buddeln hier schon wieder unten, oder? Da unten kommen wir hin.
verstehe, das hat schon wieder. Okay, jetzt kommen sie hier in eine Masse. Hinten. Jetzt darf ich meine Granaten noch heben sollen. Wie kann man sich durch? Die rennen alle übereinander. Ey, die haben schon ein Loch reingebuddelt. Na komm, zeig mal, Keppel. 0:50 Uhr. Alter Schwede, das ist schon eine ganze Aktion. Sehen wir noch Granaten oder sowas? Nee, ne? Ich bin nicht Schrotflinte. Schrotmunition habe ich eingesammelt. Ja, Hilfe! Ich bin runtergefallen. Scheiße. Wenigst du als Reserve? Es wird ruhiger. Wenn ihr vorne kommt, dann nicht mehr. Guck mal zu mir hinten. Hinten? Sag mal, ich hab da ja richtig geschossen. Seid ihr draußen? Seid ihr draußen? Weil sie sind hinten, die wollen durchbuddeln. Nehmen die Krankenschwester? Die tot? Hier hinten kommt eine ganze Menge. Hier, wo bist du? Wir kommen zu dir. Die ist wieder hinten. Okay. Max, guck vorne. Vorne alles gut. Volker. Echt sowas mit Granaten oder so? Eine Blutung. Au, oh, das ist nicht erwischt hier, oder? Leute, entscheidet euch mal. Okay, komm raus.
mach schon die Vorbehandlung hier. Alter, das ist Massenabfertigung. Ich dränge mal. So, ich gehe mal gucken eine Weile vorne. Bis jetzt schaut es hier ganz gut aus. Ja, Munition, Schokolade. Langsam kloppen die sich hier unten durch die Wand. Das dicht jetzt. So, Max, gibst du mir mal Deckung? Hier komm schon wieder weiter. Also, die hat gerade einen Kopfschuss gekriegt. Alter, Alter. Geht aber gründlich ab. Die kloppen sich hier durch die Mauer unten, durch die Erde. Jetzt kommen wieder einige. Komm, wir locken die mal wieder in unsere Falle drüben. Und in die Ecke, da müssen wir auf jeden Fall. Haben wir nur irgendwo Holten, ja. Wo seid ihr denn? Ihr seid da, wenn. Au, 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 Scheiße, ich bin in den Dienst. Ah, hier vorne kommt wieder welche. Ich hab's mal zugemacht kurz. Ich habe bloß vier gehabt. Ja, die droppen viel zu wenig Munition. Drüben ist es wieder relativ ruhig. Okay, jetzt sind wir wieder vorne. Okay, die kommen wieder vorne hoch. Ja, hier draußen ist im Wahnsinn momentan. Scheiße, ich habe auch keine MG nicht mehr. Hey, lass uns reingehen.
Wenn sie außen zum Dings gehen. Okay. Ah, nachladen. Jetzt wird's, ja, jetzt geht's rüber. Dann nimm du mal auf hier. Scheiße. Ah, ich habe ein Bein gebrochen. Kein Wunder, dass mir so komisch ist. Ja, du darfst hier mal runterhüpfen. Mal durchgehen. Okay, mal. Ist eine Granate oder was? Nee, aber ich will mal die Munitionsbeutel unten looten gehen. Okay. Das wird schön, jo. Alter, das lange Leben ist auch gerade gerülpst. Gott, ich rede die ganze Zeit, ich bin gemutet. Ja, du bist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen. Ja, warum sagst du denn der nicht? Ich sag, Max, du beschäftigst dich. Okay, hopp. Alter, hier unten ist die Hölle. Nee, ich hab die ganze Zeit mit Thomas gequatscht. Ich nehm die kurz hinter dir, pass auf, hinter dir. Die reagiert nicht, reagiert nicht. Los, ignoriert er mich. Ich wollte die ganze Zeit von uns neben dir. Nee, ich hab grad gesagt, da ich mich ja nicht gehört hab, sagst du mal. Wenn ihr hier an dem Loch steht, einfach einen großen Schlag auf die Leute macht, rutschen die wieder rückwärts runter. Ja, super. Schön, dass wir dich jetzt erfahren. Au, 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 scheiße, ich bin tot. Ich bin... Nein. Ich bin gegen unsere Barrieren gelaufen. Siehste? Die Barrieren im Kampfbereich sind ein bisschen doof. Ist die Hölle los, die kommen alle hoch. Scheiße, ich dachte, man schafft doch nicht immer überleben. Nur mit dem Knüppel kann ich die nicht alle abwehren. Guck mal, ob ich sie in die Pieksen gelockt kriege die ganze Zeit. Die hier draußen sind einige. Ja, dann lass sie doch wirklich reinkommen. Die kommen wieder alle vorne, lass sie reinlaufen. Pum, Tier in Strauß. Das ist eine Idee. Dann hier alle doch... zu mir, ich bin Rick Grimes, ich kann sowieso nicht sterben, ich bin der Hauptcharakter. Genau. Weißt du? Dann nutzen wir die Barrieren schon mal aus, wenn wir den wirklich gerade dran gestorben sind. Ja, wenn du dich einfach zum auf die Haus Wand zurückziehen, stellst, genau. Gegen die Barrieren. Zum Haus zurückziehen. Oh Scheiße, meine Dings ist bald alle. Nein, oh, die ist kaputt. Kommst du hier mit zu mir? Es sind ja überall Barrieren unten dran. Wenn du dich auf die Mauer stellst, dann die alle gegen die Barrieren. Scheiße. Ein Reparaturkit ist in der Hilfsmittel oder irgendwo. In der Hilfsmittelkiste, ja. Scheiße. Ja, meine Armbrust ist nämlich kaputt. Pudeli. Nur für hab ich nur eine 3er irgendwo. Einer, die 4er wären natürlich geil. Ist hier rechts ist jetzt momentan erstmal wieder ruhig. Also rechts. Ich würde sagen links vom Eingang gesehen. Also die Wasserseite rechts. Haben wir irgendwelche Pfeile noch da? Es ist nicht mehr da, wir sind alle leer. Ich kämpfe schon die ganze Zeit nur noch mit Knüppel. Pfeil und Bogen müsste in der Kiste noch sein, wenn du das benutzen willst. Wo? In der Munition oder in. Ja, in der Waffenkiste, glaube ich. In der Munitionskiste. Waffenbank.
Eigel, wenn du in drinne rumfahren, rumguckst, machst du mal bitte die Tür zu. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Danke für den Tipp. Wenigstens die Tür zu. Den Viererbogen habe ich hier. Ich krieg bloß noch Muni, verdammte Kacke. Ich muss mir mal eine Healpack reinschmeißen. Ich finde gerade diese scheiß Pfeile nicht. Alter. Wir hatten Besuch drin. Okay. Ja, ich hab dann sterben, ich hab keine Ausdauer mehr. Scheiße, oder ich kann mir selber Pfeile bauen, ich brauche Feder und das brauche ich noch dazu. Wo bist du? Ich sehe dich nicht, du bist ja schon wieder immer komplett drumherum gerannt. Natürlich, ich werde verfolgt die ganze Zeit. Ich dachte, da lockst du die mal ein bisschen weg, dass sie drinnen ein bisschen Ruhe haben. Ne, drinnen war trotzdem keine Ruhe. Ich fühle mich 2 Stunden schwach, übrigens. Dann haut dir Vitamine rein. Das ist in der Hilfsmittelkiste. Vitamine. Was das denn da? Eisenpfeil, na geht doch. Haben wir da gefunden, die Scheiße. Was war das mit Türe zu? Hinter uns kommt Oma, wir müssen jetzt wieder reinspringen. Ich ziehe von oben. Kann ich springen. Oh doch. Ich muss mal rein, haben wir Vitamine rein oder sowas. Ich tu dich hier. Ich hab nicht mehr keine Munition. Dein Bolzen macht doch keinen Schaden an den Dingern, ne? Hast du das gemerkt? Was? Der zersplittert nämlich jedes Mal der Bolzen, wenn er trifft. Wieso? Der geht jedes Mal kaputt, der Bolzen. Schaden mal, ich hab ein paar Porschen geköpft. Was trinken, was essen. Vitamine. Benutzen. Komm her mit deinem blöden Knüppel, ich hab gerade mir ein Bier reingepfiffen. Wenn du ein Bier trinkst, bist du im Rauschmodus. Da willst du dich prügeln. Alles klar. Ja, das sehe ich irgendeinen. Genau, Bier gibt's mir. Okay, schon eins. Was, es liegen immer noch 2 Lootbeutel unten. Ich weiß. Kommt her, ihr Schweine. Die Schweine. Ich gucke auf die andere Seite. Okay, scheint. Warum 3 Schlüsse oder was? Im Moment ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe eigentlich. Ja. Oh ja. Oh, die ist vorbei. Also von 10 bis 3. Ungefähr. Ja, wir haben wahrscheinlich alle erwischt jetzt. Oder das? Aber das war schon ganz schwer. Die Muni ist echt knapp gewesen, du. Also ja, meine Muni ist sehr schön, Pfeile von meinen vorbereiteten Pfeile, die ich hatte, habe ich jetzt nur 3. Also hat gerade so mit meinen Einzelschussfallen gereicht. Dann geh mal bitte ins Flussbett. Du kannst deine Pfeile wieder einsammeln. Ich habe zwischendurch schon wieder 5 einstecken. Überall liegen diese kleinen Müllbeutel rum. Ah, okay. Ich komme. Wir haben es überlebt. Und ich muss sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde außen rum. Na gut, ich bin eh mal gestorben, weil ich in unsere Dings reingegangen bin. Ja, die sind ja auch eigentlich für die Zombies gedacht. Ja, ja, müssen wir da mal. Der hätten wir uns gleich zurückziehen müssen. Ich hab gerade noch 127 Schuss Schrottmunition gefunden. Die hatten wir noch gefragt. Jetzt. Ah. Jetzt habe ich die noch gefunden. Ah. Ist nicht praktisch. Jo. Naja, aber. Okay. Wir brauchen viel mehr Muni fürs nächste Mal. Das nehmen wir uns mit. Ja, wir brauchen Muni. So viel haben sie sich gar nicht durchgebuddelt. Es geht, ne? Aber stell dir, wenn es nächstes Mal doppelt ist, dann buddelt die bestimmt eine ganze Ecke mehr. Ich hab ihn! Noch nicht. Wenn? Was machst du? Leute, nee, vor Schreck jetzt hier. Wir kommen jetzt eher auf mich gut du heran, ich bin viel Jungs, so ist Bill Murray gestorben. Hm? Ja, ich weiß. Also jetzt vorsichtig. Ja, guck mal, die haben schon ein ganz schönes Loch reingegraben. Wo hinten? Stimmt, hinten würde ich mal gucken. Aber ich hab gedacht, das wird schlimmer.
Nee, das war ja auch erst der zweite Raid. Ja, ja, aber es waren schon bedeutend doppelt so viele als das ja, erste Mal. Ja, doppelt. Das erste Mal war easy peasy. Das war schon ein bisschen. Jo. Das erste Mal war easy peasy. Wo warst du nur das erste Mal? Ja, also, warst du an derselben Stelle wie wir? Ich weiß, gut, ich kann mich erinnern, der hat ja oben mit seinem Gewehr gekuschelt oben auf dem Dach. Ja, genau. Ich habe mit meinem Gewehr geknuddelt. Und der ist Löchlein. Schrodi. Ja. Na, da Löchlein. Durch die Mauern haben die bloß so ein bisschen kaputt gemacht. Also, 1500 Life hat so eine Block. Also so viel Schaden haben sie nicht gemacht, wenn sie bloß zwei weggemacht haben. Das ist schon, ne? So, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Ich bin nämlich zu 24% infiziert. Ach so. Und hab im Schrank alles. Kannst du reinhauen? Ja, hab ein wundes Knie. Kann ich 20 Minuten langsam laufen. Oh. Ich hab gerade so an der Hand. Ich hab mich kurz rund erneuert. Mimi, ich bin ausgeholt. Ich hab gerade so an der Hand. Natürlich. Und überhaupt. Und sowieso. Warte, das war was hier, das sag ich euch, Jungs, das hier. Ey, knie wieder hier die Scheiße, ey, wisst ihr? Hat das Spaß gemacht, oder? Das war Stress. Braucht jemand gute Stiefel? Ich? Was hab ich denn für Stiefel eigentlich an? Das kommt drauf an, wer die... Ich hab derzeit gefütterte Stiefel, Stufe 4. Hab ich was Besseres für dich. Echt? Sag ich mal. Ja. Oh. Ich bin so ein Holzkopf. Max, scheiße, wo ist denn Thomas? Ich komme. Ich hau euch immer durcheinander. Ich muss merken, Max ist grün. Muss langsam laufen, wir gehen nicht richtig voran. Bin so ein Holzkopf. Ja, gibt's was Neues? Und ich hätte die ganze Zeit schon mit dem hässlichen Knüppel mit dem Schockstab knüppeln können. Ich habe ja einen Bonus auf Schockstab. Gerade bei der Nummer. Oh. Ja, ich auch noch was für dich. Sechserstiefel, Alter. Geil. Ich hab noch einen Bauplan für eine Rohrbombe. Das klingt auch cool, klar, gerne. Gelernt. Ich noch nicht, bestimmt. Ja, ich hab so einen nicht gelernt. Also, wir haben nicht die erste Sprache. Ach so, dann mal. So. Schutzanzug, Handschuhe hätte ich noch. Schutzanzug? Aber die können nicht besonders. Vielleicht, wenn wir mal ins Kraftwerk müssen oder so ein Scheiß. Nee, die sind bloß Stufe 1. Ach so, nee, dann. Manche. Völlig. Alter. Problemlos zerlegen. Ich habe mir gar nicht die Tabletten reingeschmissen. Ich habe mir extra noch Süßigkeiten und Tabletten gekurft. Hier will niemand Hackers, das Altstoffertrag plus 20%. Ist sowas für ein Looter, oder? Hackers? Hm? Kann man ja. Willst du? Du bist ja der Looter. Müsstest du ja mehr kriegen. Die können weg. Du kannst mich gerade erstmal Müll zerlegen. Also. Du hast den großen Bogen einstecken. Ich hab den großen Viererbogen, hab ich auch. Hier ist Hackers, das ist was für dich. Warte mal, hast du jetzt eine Armbrust? Ich hab eine Armbrust und einen Bogen einstecken gerade. Warte mal, kannst du schieben. Das ist Hackers, was denke ich mit. Einstoffverwertung, da machst du bist so gut dabei. Komm hier, sammle Kunststoff. Okay, was ist das? Die ist, glaube ich, für Armbrust und Bögen müsste die funktionieren. Kunststoff-Szene-Mod. Für mein Vierer Armbrust. Mal, ich guck mal, ob das geht. Michael? Ja? Hui. Hast du nicht gesagt, du hast drinnen noch eine Munition gesucht? Weil in der Werkbank noch 50-7-6er liegen. Ja, die hab ich jetzt der nicht eingeschalten, wo ich letztes Mal drin war. Also. Nee, ich hab noch, wir hatten noch einen Vierer Bogen und da hab ich noch Pfeilen gesucht für den Bogen. Ich kann jetzt Stufe 3 Schockstäbe bauen, Thomas, wenn du es wissen willst. Das ist besser als mein. Ne, ich hab Stufe 3 den. Gott, was ist denn das? Eisenspeer. Nahkampfschaden 16. Was hat denn dein Schockding für Nahkampfschaden? Alles gut, ich mach 300% extra Schaden mit Schockstäben, deswegen habe ich den. Oh, ja, gut, wenn du der für dich lohnt, das ist schon. Natürlich Bombe. Das ist natürlich Bombe, alter Verwalter. So. Da sind wir ja eigentlich gut durch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, du. Da können wir eigentlich noch mal ein bisschen buddeln gehen.
Habe ich mir auch überlegt. Kein Problem, ich mache im Moment schon Zement. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir brauchen ja. Müll brauchen wir jetzt keine mehr. Schön okay. Erstmal. Erstmal nicht. So, aber meine Axt tue ich nochmal auch reparieren. Hilfsmittel. Zack. Entschuldigung, die Reparaturkits, müssen wir die sammeln oder kriegt man die so? Die können wir bauen. Sehr gut. Also ich kann sie bauen, Thomas kann sie auch schon bauen. Ja. Okay, ich muss echt mal meine Forschungsdinger vergeben. Na eben, wir haben doch bestimmt ein paar Stufen gemacht. Also mal reingucken. Ich habe 5 Stufen gemacht. Ich habe 4 Stufen gemacht. Ich bestimmt wieder gar keine Stufen gemacht. Jo, der guckt gleich erstmal. Na komm. Ich will in der Höhle, Mann. Jetzt. Er macht. Bin da einfach runter. Also ich kann jetzt also Steinwerkzeug und sowas kann ich jetzt alles bis Stufe 5 bauen sogar. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Wir nutzen die ganze Zeit die Äxte und das Zeug von Anfang an und reparieren es immer wieder, weil es auf Stufe 1 ist. Wir könnten aber schon die höchsten Stufen Stufe 5 bauen nebenbei. Ja, ich kann was, Pickel und sowas? No? Ja, na klar. Ne, dann macht man schon, ich habe Stufe 4. Die du als Anfang gebaut hast, ne? Ja, ja. Die ist auf Stufe 1. No. Aber im Laufe des Spiels kannst du die auch auf Stufe 5 bauen oder höher. Ah, okay. Meine ist immer noch Stufe 1, hat mir angezeigt. Ja, wenn Thomas Stufe 5 Zeug bauen kann, dann kann er für alle mal eine Runde was bauen. Ich kann Stufe 5 Zeugs bauen, genau. Ich kann fertige Werkzeuge von Qualität 5 erhöht den Werkzeugschaden um 40% und Blockchance um 120%. Mit Äxten, Spitzen, Schaufeln, Ketten, Kettensägen und Erdbohrer. Okay. Erdbohrer, also Erdbohrer? Ja, interessant. Also ich kann jetzt sozusagen. Kannst du Erdbohrer bauen? Nein. Okay. Ich hab bloß halb so gehört. Also ich sag dir, was jetzt. Erhöht den Schaden mit Erdbohren und so weiter und so fort. Das hat er gerade gesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt fortgeschrittenen Ingenieur komplett fertig, Mechaniker komplett fertig und Henker habe ich einen. Okay. Für dich wäre Revolverheld vielleicht angebracht, ne? Habe ich schon ein paar Punkte drin, deswegen bin ich ja die. Ich muss mal gucken, wo. Pistole und Magnum. So, wo kann ich denn das gucken? Revolver-Attribute Wahrnehmung. Fähigkeiten. Ich komme nicht noch näher. Wie ist denn das hier? Attribute, Name, okay. Sehen, Kraft. Wo habt ihr was ausgewählt? Weil ich sehe bloß mit dem Auge, mit dem Arm, mit dem Sanitäterkreuz, Fuß. Das hast du von Intelligenz, glaube ich. Nee. Das mit dem Hirn drin. Das ist Intelligenz. Das haben Thomas und ich schon komplett mittlerweile. Also, hauptsächlich ich. Thomas hat ein bisschen was er braucht. Ich bin bei klug. So. Ja, wir sollten aber nicht alle dasselbe nehmen. Ja, ich sag ja bloß. So, und das andere, ich, da kannst du. Ich bin halt direkt auf Bergarbeiter gegangen. Ja. Stärke und. Wo kannst du? Da kannst du ja als nächstes kleiner Hauptader machen. Na, wie kannst denn du auf ich verstehe das nicht, weil das so durcheinander ist hier. Du hast. Ja. Das ist doch im Prinzip ist doch gar nicht so schwer. Du guckst jetzt mal auf deine auf den Kopf, auf die Fertigkeiten, oder? Genau. Da hast du ganz oben die Grundfertigkeiten. Wahrnehmung, Stärke, genau. Stärke. Standhaftigkeit, Beweglichkeit, Intelligenz. Okay, ne? Oh, und das andere sind bloß Eigenschaftenbücher, da kannst du im Prinzip deine Eigenschaften verstärken. So, wenn du jetzt auf Stärke gehst, ja, das Hauptattribut ist Stärke. Ganz oben. Ja, also geh jetzt mal auf den kräftigen Arm, hast du oben Hauptattribut Stärke. Das brauchst du, um alle anderen leveln zu können. So, genau, und wenn du jetzt zum Beispiel dort 2 Punkte drin hast, dann kannst du halt maximal Stufe 1 von Donnerbüchse oder Stufe 1 von schwerer Rüstung oder Stufe 1 von Bergarbeitermeister. So.
dann musst du das weiter steigern. Ich bin jetzt zum Beispiel bei Attributstufe 6, also 6 von 10 Stärke, ja? Und damit konnte ich Stufe 4 von Bergarbeitermeister freischalten. Du brauchst aber trotzdem auch für jedes einen Punkt. Hä? Okay, Bergarbeitermeister? Also du musst, nimm dir bei Stärke, ja? Stärke hast du unten Konstruktionseigenschaften. Hauptader und Bergarbeitermeister. Genau. Du brauchst nicht für jeden einen Punkt. Für die letzten kann sein, dass du 3 Punkte brauchst. Kommt drauf an, was du lernst. Ja. So. Und ich kann jetzt nämlich genau. Ja, kommt mal. Komm mal her. Ich bin ganz durcheinander. Okay, das ist, kann ich mir ja nicht aussuchen. Im Land leben, okay, gut isoliert. Super, Stufe 5 Steinäxte, ne? Das ist ja geil, Alter. Gleich doch. Maschinengewehrschütze. Klar. Pistole, Schockstab, bleibt auf 1 und 2. Also ich habe jetzt mir Maschinendings da, einen Punkt könnte ich schon machen und die anderen ist noch gesperrt. Was, wie, warum? Wo hast du jetzt was reingemacht? Bei Standhaftigkeit und Kampfeigenschaften. Also bei Standeigenschaft, Kampfeigenschaft, ja? Maschinengewehrschütze, ne? Habe ich mir ähnlich. Genau. So, du hast jetzt zum Beispiel ins Attribut Standhaftigkeit direkt, also oben ins Attribut, ein paar Punkte reingemacht. Bei was? Bei Stärke? Das Attribut, ja, hat 5, also hat 10 Punkte. Erst wenn du die 10 Punkte voll hast, kannst du auch alles andere erwärmen. Attribut Wahrnehmung, okay. Hä? Wie hängt denn das zusammen? Das ist nur unlogisch für mich. Du hast jetzt Maschinengewehrschütze gelernt, ja? 2 Punkte. Ach so, ich muss hier oben. Und der dritte Punkt erfordert Standhaftigkeit Level 5. Also musst du erst Standhaftigkeit Level 5 erlernt haben, bevor du das nächste lernen könntest. Okay, und wo kann ich das dann lernen? Na oben. Attribut Standhaftigkeit. Wie kann ich da in dazu nehmen? Verfügbare Punkte 18. Wenn du auf den Wagen drückst, wenn du es ausgewählt hast, auf den Einkaufswagen. Ach so. Ach, das ist das generelle komplett und das kann ich das dann... Ah, okay. 18. Im Grunde braucht... Das ist die Hauptattribut von ach den jeweiligen so. Fertigkeiten. Und das unten ist das, was du daraus lernen was kannst. Was ich daraus... Sag das doch gleich. Jetzt habe ich es kapiert. Alles klar. Das ist doch total logisch. Ja, nee, wenn du es immer willst, ist es logisch. Aber weil das ist nie irgendwie... Ah, das ist nie gut kodiert, sag ich mal so. Gut, okay, ach so ist das. Ich habe schon lange kein so angenehmes Skillbäumchen gesehen. Echt? Okay. Das geht eigentlich, ja. Ja, ich bin ja nie so viel davon gewöhnt, deswegen muss ich erstmal wieder reinfitzen. Ach so. Das ist eigentlich ein relativ angenehmes Skillbäumchen. Ah, jetzt da kann ich, was brauche ich dann? Es geht. Gorilla-Kämpfer, wie viel brauche ich denn dann davon? Gorilla-Kämpfer, genau. Wenn ich mir ja kurz den unerfahrenen World of Warcraft Classic-Skillbaum in den Kopf rufe. Nee, der war ja einfach. Ja, wenn du es von Anfang an gewusst hast, ja, aber wenn du nicht, wenn du das andere, das jetzige World of Warcraft gespielt hast. Mhm. Ich brauche Bäume. Ich wollte doch hier mehr die ganzen Samen rausholen und hier mal jetzt ein paar Bäume. Bin ich Maschinengewehrschütze, aber nicht als Soldat. So. Ich brauche ein bisschen Holz. Also ihr wollt jetzt noch buddeln oder wollen wir fix die Stufe 4 Händler noch holen? Ja, ich bin nicht überhaupt schon so weit. Nee, lass uns das mal nächste Folge machen, weil das wird sonst zu knapp. Ja. Rüberfahren und dann Ende, so wie das letzte Mal. Ach nee, oder? Machen wir dann in Ruhe. Da können wir gleich mal. Machen wir nächste Folge, können wir das Gelände mal ein bisschen erforschen, vielleicht finden wir noch was oder irgendwas. Ich tu mal hier. Weißt du? Wir hatten ja so oder so gesagt, die ersten 3 Tage sind eigentlich dafür da, dass wir wieder alles mögliche looten und gucken, dass wir genau, was zurückkriegen. Genau, das ist eine gute Idee. Also lass mal 2 Tage, also große Reisen machen und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, also ich muss ja im Grunde nur die Mauern fertig machen, das dauert, ist ja nicht viel. Ja, ich hätte schon gern, oder wir tun mal zwischendurch mal offscreen nochmal hier ein bisschen den Bunker grob, wenn ich eine Bunkerebene schon fertig. Ihr könnt ja den Bunker ausbuddeln, alle beide weiterhin. Ich muss ja nur erstmal die Wände fertig machen. Dann sind wir ja erstmal safe rumherum. Wir lassen unten das mit dem Eingang so, dass sie sich dort wieder alle sammeln und als erstes durchklopfen. Also wenn du mir das ganze Zeug für
zum Beispiel für eine Eisenschaufel besorge ich, kann ich dir eine Stufe 5 Eisenschaufel bauen. Alter, geil. Jetzt mit mir, oder? Ja, zum Beispiel. Das ist natürlich geil. Dann würde ich eventuell sagen, würdet ihr, wenn ihr dann anfangt zu buddeln, nächste Folge dann, ihr könnt ja erstmal runtergehen, jetzt ist ja erstmal nicht so wichtig. Unten im Graben den Teil an der Wand nochmal wegnehmen, dass ich die Drecklöcher mit einfach mit hier Fundamenten zumachen kann. Willst du draußen Fundamente bauen? Ja, das wäre eine Idee. Ja, die haben eh mal Löcher gebuddelt, die kriegst du ja nicht wieder zu, die blöden Löcher. Kriegst du das nicht mit irgendwie Lehm-Dinger reinklatschen? Geht nicht? Du kannst keine Dreckklumpen irgendwo hinschmeißen. Nee, ich dachte. Das ist doof. Das ist deswegen doof. Müsst ihr genau unter der Mauer die eine Dreckreihe wegnehmen, dass ich dort die Fundamente nochmal nachsetzen kann. So, dass wir wieder eine feste Wand haben. Können wir halt auch nicht mehr hochklettern. Das war halt aufpassen, dass wir dann irgendwo reinkommen. Wir brauchen noch für den Bunker irgendwie einen coolen Eingang. An die von oben? So ein bisschen von vorne, vielleicht wenn die Zombies dann kommen. Dass wir die alle in so einem weißt du? Weil von oben wird's doof. Ich würde den Bunkerweg wie eine Treppe machen und oben eine riesige. Ja, wie so eine kleine lange Gerade, die dann reinführt. Wie so eine Treppe und dann so lange Gerade, wo man halt hier baller. Müssen wir uns mal was überlegen, weil von oben wird doof, wenn die dann auf uns drauf springen und dann Chaos pur. Wieso? Ich würde den Eingang vom Bunker würde ich nicht so lassen, den würde ich hier richtig einbuddeln. Na wie er jetzt ist, ist er kacke. Du bist an der Werkbank, Thomas? Ja. Aber ich kann doch rausgehen. Ja, alles gut. Ich muss erstmal so gucken, fix. Irgendwo in den geschmiedeten Stall rumliegen. Da. Das. Und Schraubfedern zwischen. Fertig. Da. Ich wusste es. Thomas hat deine Spitzhacke gerade lang gehabt. Deine Spitzhacke gerade lang gehabt. Versteh dich gerade nicht, du bist gerade Fisch abgehackt. Ja, ihr auch alle Bälle. Echt? Aber Thomas hörst du gut? Ja, also Kuba hör ich auch, aber dich hör. Ja, ihr zu mir alle Bälle gerade. Dein Router oder Verbindung ist gerade kacki. Kacki. Pipi. Jetzt ist Thomas aber hoch. Scheiße, was ist denn los? Sag ich doch, ist gerade Schluck auf. Ja. Bei mir ist alles gut. Jetzt ist Max wieder gut, jetzt ist bei mir Thomas komisch. Skynet greift. Bang, bang, what all the bang, bang. Mir die Hose. Was? Bitte? Er hat irgendwas für Hose erzählt. Der Name der Hose? Das war wieder was anderes. Ja, okay. Obwohl ich Sean Connery gut fand. In der Name der Hose?
war schon Connery drin. Ja, war schon Connery. Der war schon Connery was. Genau. Der war ja schon. Ein schöner Ich bin der, mein Stream, ne, der läuft halt noch gut. Was ist denn heute los mit dem Internet? Wenn ich das jetzt alles, ja. Na. Warum denke ich immer an WhatsApper, wenn ich buddel? Alter, du klingst. Thomas klingt irgendwie gerade wie hier einer von, Daft Punk oder wie die hießen. Ja, so in etwa. Das könnte man vielleicht. Autotune lässt grüßen. Autotune. Und schon sind wir bei Arnie. So schnell geht das. Aber schau mal, wir hatten doch vorhin noch Klebestreifen. Was? Was hast du vor mit Klebestreifen? Alter, das klingt echt geil, Leute. Das ist jetzt. Pille-Palle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Auf jeden Klebeband. Ihr könnt ja mal gucken, dass wir Endlaser Bergbauwerkzeug herstellen. Ja, dazu brauche ich Klebeband. Ach, da, deswegen. Du redest heute wie ein Roboter. Ich dachte, Mann, soll das ASCII-Code sein? Oder ich hab dich nicht verstanden. Denn ich mag den. Versteh ihn nicht ganz. Der Junge, nee. Ja, ist gut. Bist was ganz Besonderes. Halte doch die Frage. Hey, ich bin auf Level 28 aufgestiegen, ne? Immerhin ein bisschen. Ganz toll. Ja, ich bin nicht so ein Lieber wie ihr, ey. Alten Nerds. Bitte? Ja, aber euren Digi. Ach, was? Ich verstehe. Vielleicht ist das Discord kaputt. Das kann natürlich auch sein. Discord-Server, aber es ist komisch, immer bloß einer von euch meistens. Da kommt's mir vor. So, und Leder. Oh Gott, jetzt haben wir schon bekloppt, aber so richtig. Ach, heute, ich wollte doch gleich. Bitte? Ja. Monströse Stufe 5 Schaufel. Oh, ich will ihn haben. Na gut, war ich dabei. Das lieb. Wir brauchen noch monströse Stufe 5 Pickel. Also. Ja, als Tag, du. Aus dem Alter sind wir raus, komm. Willst du ins Gesicht haben? Oder? Ist angenehmer als am Hintern, oder? Ja, aber da sieht man sie nicht. Ah, schwierig. Schwierig, sag ich dann mal. Was ist denn heute? Alter. Ich muss es. Scheiße, das muss ich mal als tun. Genau. Das klingt heute echt. Skynet-mäßig. Nee, die tun uns doch verarschen. Der hat doch hier irgend so ein Autotune-Ding drin. Und der singt die ganze Zeit. Ich tune hier keine Autotune. Wer sagt denn du? Nee, ich dachte. Nee. Nee.
Wir sind die Bergbau AG. Hey, hey. Fisch, Fisch, Zement, 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 Zement. Wisst ihr, meine Munition noch? Warum denn? Ja, was denn? Du kannst sprichwörtlich mit Bäbsche werfen. Ich fange da an, mit Kacke zu werfen. Sind wir beide Affen, oder was? Ja, scheinbar. Jetzt hab dich nicht so affig. Wenn ich mich affig haben will, wa? Dann hab ich mich affig. Dann hab ich mich affig. Nicht mit mir. Nicht mit mir, mein Junge. Nicht mit dem Commander. Nicht mit dem Commander. So, ich werde jetzt 12 oder 74 Bäume werde jetzt umlegen. Wieso das denn? Einfach, weil ich kann. Okay. Hey ho, hey ho, jetzt sind wir wieder froh. Hey ho, hey ho. Der TH, die Axt im An. Ah, ich brauche einen Kaffee eigentlich. Ich hab einen Axt graben hier hinten. Robo-TH? Was? Hier ist ein Loch im Berg. Ist dir schon mal aufgefallen? Wo? Jo, ich bin. Da hat jemand schon mal ein Loch angefangen zu buddeln. Aha. Da wollte ich mal probieren, da bin ich dann aber auf Fels gestoßen. Das ist ganz am Anfang gewesen, relativ am Anfang. Oh, okay. Da können wir unseren Hangar hinmachen oder sowas. Oh, wollen wir so eine Schnellrailbahn zu den Winterbergen machen? Das machen wir. Da kannst du lange buddeln, TH, eine gerade Strecke. Jetzt brauche ich aber dann erstmal einen Hammer zum Richtchen. Ein Hammer. In Elektroschen am besten. Sledgeham. Sledgeham. Boah, oh, eine geile Serie. Könntest du ja immer feiern. Sledgeham, ich habe jetzt eher an das Lied gedacht, ehrlich gesagt. Das ist doch die Susi, da hat so eine Mutter gemacht. Oh Gott, Verbindung. Das ist Elusi. Ey, yo, sag ich mal. Rambling. Der hatte so eine komische Ja, genau so klang das gerade. Nur ein bisschen technischer. Jetzt klingst du so, Max. Jetzt klingt Max so. Oh Gott, was ist denn los heute? Sledgehammer, hat er so ein Sledgehammer. Der Klatschhammer. Der Matschhammer. Das ist auch der Matschhammer genug Matschhammer. Kommt doch an, vielleicht haben wir auch genug Matsch. Ja. Weißt du, too much. Mit dem Psst. Ah, oh, scheiße. Oh nee, was hast du denn hier reingebaut? Muss ich ringsrum bauen. Oops, I did it again. Please. Wir sind jetzt bei Britney gelandet. Also ich mag Britney. Britney. Oder Britney. Das war Britta am Mittwoch. Nee, das war Vera. Scheiße.
Wer war am Mittag? Wer da Britta Mittag? Oder Andreas ein Türk? Das ist schwer zu sagen. Die andere hieß doch Kieselschauer oder so. Kieselschauer, Arabella. Arabella Kieselschauer, was? Genau, das war die von Flintstones. Stimmt. Da gab es die Sendung auch schon. Genau, Arabella Kieselbauer. Ups, das hat mir gerade umgebracht. Did it again. I play with my dick. And lost in the game. In the chip. Ah, ich bin schon wieder erschöpft, Leute. Habt ihr noch einen Kaffee irgendwo rumliegen? Ich krieg schon Hunger, Alter. Aber das Arbeiten ist echt an. Das Töten war nicht so anstrengend, ehrlich gesagt. Kein Wunder, dass es so populär ist. Ich würde sagen, wir hören auf heute. Bitte? Du musst mal rauskommen hier. Wie ist jetzt eigentlich da? Ah, gut. Guck mal, du musst mal in die Werkbank gucken. Da müsste eine zwei Schaufeln sein, also eine Schaufel für dich. Der muss erstmal keinen Herzinfarkt kriegen, wenn er hochkommt. Wieso? Was habt ihr denn schon wieder gemacht? Das sieht aber geil aus, das ist aber schön gebaut. Das ist ja der Hammer. Ja, ich muss gleich mal gucken, komm. Was ist denn hier los? Sledgehammer. Ja, die Tür aber aussehen verkehrt rum reingebaut. Ich bin ja am Motiv buddeln. In die unterste Etage, damit die uns nicht gleich erwischen. Ich zwischendurch mal, wenn ich das Zeug habe, um neue zu bauen, müssen wir die mal austauschen. Die Tür falsch umgebaut? Okay, doch. Ja, aber auf der anderen Seite ist. Ach, hallo? Das ist ja, das sieht ja gar nicht mal so, das ist ja... Die macht doch tierisch Krach, wenn du die Tür aufmachst. Alter, und die geht doch schwer auf A, das ist eine richtig gute, ne? Das ist eine richtig gute, die hat 7.500 Punkte. Ah, ne, das sieht doch schon mal cool aus. Da gibt's doch Version 3 mit elektrisch, aber da brauchen wir erstmal elektrisch für. Ja, nee, aber das ist so geil, das ist so ideal für uns unten, so für unsere Bunkertüren, für die verschiedenen Räume. Die müssen nur so fett sein, falls die noch reinkommen, müssen wir gesichert sein. Das ist schon der Hammer. Das ist der Hammer. Doch so richtig, wie das Ding verriegelt. Ja, so muss das in dem Bunker sein. In der Werkbank hast du gemeint, ist was drin? Genau. Das sind... Oh! Ja, geil. Da muss ich die ganzen Mods mal ummodden. Ja, super, danke dir. Das wird jetzt endlich so. Ich brauch's essen. Ja, ich nehme trotzdem erstmal weiter meine Stahlspitzhacke. Ist ja trotzdem noch ein dicker Bogen. Ja, stimmt, du hast ja die gute. Ich habe eine Spitzhacke und ich weiß, wie man die benutzt. Bitte? Hast mich schon verstanden. Okay. So, dann nehmen wir die Dinger hier. Scheiße, ich muss ja jetzt auf... Ausrüsten? Nee. Ach, ich gehe mal auf Ausrüsten, die Stumpfbacke. Also, verändern. Was sind die kurzen Eisenrohre, die ich hier gemacht habe zwischendurch? Ich habe keine. Die hatte ich in der hat die irgendjemand wieder eingeschmolzen? Toll. Ich eigentlich nicht. Und abwesend, so wie immer. Ja. Vielleicht brauchst du es selber? Ich brauche wieder einen Eisenrohr. Ich hab's ja noch nicht mehr aus der Schmiede. Ich hatte sie ja noch nicht mehr aus der Schmiede rausgenommen. Was weiß ich, was du in der Schmiede versteckst? Da
schon wieder mit deiner Schmiede zu tun? Hallo! Ich halt doch alle. Bitte? Nee, ich hab wirklich nicht rausgenommen. Ach, scheiße. Nee, ich eigentlich auch nicht. I play with my... So, jetzt habe ich, ne? Die Schaufel ist das Mod. Und der ist mit Feuer und Dings für die Spitzhacke. Ne, das sieht doch gut aus. Na, das sieht doch Bombe aus. Und die alte Hacke können wir eigentlich... Wo kann ich denn zum Zerlegen das Zeug reinhauen? Zum Zerlegen, da zerlegst du einfach. Ich habe das, glaube ich, noch nie gelernt. Kannst du es doch einfach zerlegen? Einfach draufklicken und zerlegen? Geht das? Muss man das nicht lernen? Alles zerlegen, einfach so. Ganz alles zerlegen. Ach so, ja, stimmt, okay. Und meine alten Schaufeln kann ich auch zerlegen. Die sehr gut, das sieht auch schon ein bisschen, ein little bit of Knorke aus, oder? Oder was mit dir? Also im Bunkereingang, das ist schon schickimicki. Ja, sieht gut aus, ja, ganz geil. Und schön mit rischfestem Beton gesichert, das ist auch schon geil. Also irgendwann werden die ringsrum schon alles zerlegt haben und wir sind dann schon im Bunker drunten und wir haben nur noch dieses Bunkerhäuschen, dann guckt raus, weißt du? Ja. Obwohl das mich ein bisschen mit meinem Turm traurig macht. Interessant. Was, da freust du dich in deinem Turm? Das macht mich traurig mit meinem Turm schon. Ey, wir müssen hier noch lang laufen, deswegen habe ich einen kleinen Kreis gemacht eigentlich. Na, Hürmchen traurig. Hat der auch gleich genommen. Hier, ich hab mal den Boden jetzt gemacht, den Bodenansatz. Ach so, den Bodenansatz, ja, okay. Ja, wenn ich Zeug hätte. Dann mach bloß eine Ecke, brauche ich zum Runterlatschen, weil ich will unten unser Hauptstockwerk machen. Das ist jetzt erstmal hier dazwischen Boden für den ersten Raum. Oder? Genau, für das erste Stockwerk, für... Lastersteine sozusagen. Für unser Werft. Wie du das gerne hättest. Naja, erstmal, wir können es ja dann verbessern. Ja, ja, erstmal, na klar, wir können es, genau, Max, das sagt schon richtig, wir können es. Ich habe noch zwei kurze Steuerrohre zufällig, wo hab ich denn die her? Hast du irgendwo eingesammelt, ja, wenn du die brauchst? Steuerrohre, ja, ja, wo hab ich die her? Gott schön. Die habe ich irgendwo eingesammelt beim Looten, Mann, das weiß ich doch nicht, was ich da alles, ich pass doch nicht, was ich hier alles beim Looten. Ich suche seit einer halben Stunde die kurzen Eisrohre. Also Max, falls du kurz Eisen raussuchst. Ich glaube, guck mal, welche einschicken. Alter, gehen die ab. Mir dann die Eisenrohre wieder nach oben bringen? Wenn du mir deine Mauern, die dir reingesetzt hast, wieder wegmachen könntest. Scheiße. Oh, schon wieder scheiße. Kommst du mal wieder hier hoch? Gibst du mir die Eisenrohre? Ganz runter kriege ich nicht. Fällt aus. Immer diese Bergbauscheune. Jetzt komme ich mit dem Schockstab runter. Wer hat die eine mit dem Weg abgeschnitten? Du meinst mit dem Rindertreiber oder was? Ja. Oh, er hat einer mir einen Weg weggemacht. Sie hier rumspringen? Ich hab hier. Ich bulle hier nicht im Loch hoch. Fängt mein Rahmen hier an. Ich weiß nicht, was ich mache. Was willst du? Du brauchst Röhrsche. Bitte. Snowballus 2. Hat jemand seine Waffe repariert? Nö. Das weiß ich gar nicht. Ich brauche gute Frauen. Ich habe auch ein gebrochenes Bein. Gebrochenes Beil oder gebrochenes Bein? Ist in Ordnung, kannst du gebrochenes Bein haben. Wir werden dich nicht notschlagen, keine Ahnung. Wohl, der hat ein gebrochenes Bein. Deswegen rennt er wahrscheinlich trotzdem schneller wie wir. Hm. Sicher. Auch wenn ich gebrochenes Bein habe. Und wie ich.
Oops, I did it again. I play with my penis. Was ist denn jetzt diesen Ohrwurm wieder her? Ich erinnere mich gar nicht. Ganz merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. Scheiße, ich bin schon wieder außer der Pusti. Genau, ihr könnt ja unseren ersten Stock dort schon mal schön einziehen. Und ich will einen kleinen Hauptstock, also ins Tiefer machen, weil falls da was ist, dass sie sich eine Kleider durchbuddeln. Aber beim Thomas oben, da ist halt unsere Werft dann, kommt dann das U-Boot Werft hin, Thomas. Ne? Da bist du verantwortlich dann. Hä? Hä? Was hat er gesagt jetzt? Ja, dreht er ab. Lass ihn reden. So, Kubo. Hm? Ja, komm her. Ich habe noch was für dich. Was ist das denn? Steinaxt. Ah. Was ist die dann gut? Das ist eine ganz normale Axt. Zum Klopfen halt. Aber du warst ja keine Einser nehmen, sondern ein Fünfer. Dankeschön. Natürlich. Das ist aber aufmerksam von Ihnen. Ich weiß, aufdringlich. Das ist schon ziemlich aufdringlich von Ihnen. Ja, siehst du, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Zeig mal. Aber denk mal bitte dran, dass er noch was, das wird noch wieder hochkommen. Ah ja, gut, sehr gut. Das ist die Höhe, genau, perfekt. Deswegen hatte ich ja noch eins rausgenommen. Genau. Das sieht doch schnieker, Alter. Wir können ja gleich mal das, eure ganze Inventars entlernen da drin. Geil. Das ist natürlich praktisch. Aber nämlich noch ein zweites. Das ja, haben wir das sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier auf der Baustelle. Brauchen wir bloß mal Holz. Oder Kohle oder sowas. Vielleicht findet man eine Kohleader. Ist nämlich erstmal nichts drin jetzt. Nicht. 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 Und in der Kiste drin? In der Kiste ist auch nicht drin. Ach so, du willst dich ja gleich alles in den Ofen werfen. Ah. Die Schmiede ist so gut wie voll, deswegen habe ich jetzt wenig gebaut. Okay, nehme ich mal die 1205 Holz, die ich schon mal einschicken. Genau, dann kannst du dein Zeug, was du gesammelt hast, gleich mal einschmeißen. Oh, das ist gut, ich habe einen Haufen Zeug mit Steinen und so. Da kann ich nämlich Steine und Pflastersteine und Lehm und sowas auch hier unten herstellen dann nebenbei. Ja, ist ja geil, na klar, wenn das hier eh genutzt wird, ist ja ideal. Ist ja ideal Standard, würde ich sagen. Ja, aber bloß dann überlegen, wenn ich die eine Etage dann hier schon eingezogen, ob ich Betonmische und den ganzen anderen Kram auch gleich hier runter verlege. Den musst du ja jedes Mal abbauen, du kannst die Sachen nicht einsammeln in dem Spiel, das nervt. Ja. Ist nie wie bei Kronen, ja, wo du einfach so einen fetten Ofen mal einstecken kannst, ne? Ich hätte ja auch gerne hier noch eine Reihe gezogen, dass wir eine Wand dahinter bauen können, aber nein, man stellt ja keinen Ofen hin. Kann ich mal einfach weg? Nee, alles gut. Ja, so ein bisschen Raufhasentapete. Das sieht schon schön aus hier so mit dem Blei, wa? Kann ich das so tun? Ganz fein, der Blei da, aber die ganze Zeit von dem Ofen da angeleuchtet. Genau. Ups, I did it again. Ich weiß ja nicht, ob ihr hier klopfaffinen Leute weitermachen wollt, aber. Also, ich gehe. Achso, wir sind schon in unserer Streamzeit. Weil ich frag ja nur. Ja, wir sind ja zwischendurch mal runter. Im Prinzip, das ist jetzt genau der Satz, den eigentlich kein Mann hören will. Klopfer. Wir sind über die Zeit. Okay. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir mal so stehen. Aber gibt es eigentlich Fahrstühle hier drin? Ich muss mal hier, was alles gibt. Schön 2 Stunden Quickie.
Ja. Nein, ich will die ganzen 3 Minuten. So, na gut. Gut. Ja, Mädels, dann klein hier, ich verabschiede sich. Ja. Bleib mal hier unten liegen. Ja, bleib mal. Ja, komm. Leg mich hier neben die Schmiede. Ja, ist schön warm, komm. Würde dann einer mal ohne gebrochenes Bein hochklettern, um die Türen zu machen? Ja, ich mach. Geh schon. Okay, ah, Thomas, das wollte ich. Ich bin in dir. Bin ich jetzt alleine hier unten? Tschüsseli. Ja, alles klar, der Maxer sagt auch tschüss, ne? Tschüss. Und der Michael Cooper sagt auch tschau und wie immer. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Was sollen sie dann machen, Max? Ja, am Glöckchen spielen. Ja, Tietz. Aber nicht am Verkehrten, das könnt ihr eine Schelle nach sich ziehen. Okay. Und Tietz? Und ansonsten? Ja, genau. Oder Haus raus, das geht auch. Haus raus, genau. Tschüssi.